Revolution. Das klang damals verheißungsvoll in unseren Ohren. Ja, beinahe romantisch. Revolutionen führen zur besseren Welt. Die Härten, die damit einhergehen, muss man wohl in Kauf nehmen, dachten wir, für eine gerechtere und menschlichere Welt. Wir hatten in den 70er Jahren immer wieder von Revolutionen gehört, aus Kuba, China, Nicaragua, auch aus Europa. Die Zeit seit 68 hatte uns politisiert und zu Protesten ermutigt. Der Widerstand des Staates war hart. Aber er widerlegte damit nicht unsere Rufe nach mehr Gemeinwohl und einer gerechteren Gesellschaft. In Bayern, wo ich damals lebte, regierten die Konservativen. Aber hatte nicht auch dort eine Revolution stattgefunden? Noch im gleichen Jahrhundert. Aber davon war wenig zu hören. Und wenn, dann höchstens Abwertendes. Immerhin hörten wir, Bayern war einmal sozialistisch, ja zeitweilig auch anarchistisch. Aber die Geschichtsschreibung ist bekanntlich oft in den Händen der Sieger. Wir beschlossen deshalb, Menschen aufzusuchen, die diese Zeit noch selbst miterlebt hatten und daher aus erster Hand berichten konnten. So lernten wir Johann Haberl kennen. Als junger Kämpfer der Arbeiterwehr hatte er sich aktiv an der Verteidigung der Räterepublik beteiligt und konnte seine Erlebnisse anschaulich schildern. Später fanden wir noch weitere Augenzeugen und beschlossen, ihre Erinnerungen auf Video aufzuzeichnen. In diesen Jahren, 79-80, gab es erste mobile Videokameras mit Magnetbandspulen. Das Problem war bloß, wir hatten keine Ahnung vom Filmemachen. Trotz dieses Mankos machten wir weiter und filmten mehrere Zeitzeugen, zunächst in München, später auch in Berlin und Bonn. Das ist Herr Auernhammer, Jahrgang 1898, damals Soldat der Regierungstruppen, dann bei der Roten Armee. Und das ist Herr von Ramdohr, Jahrgang 1899. Er kämpfte freiwillig auf der Gegenseite, gegen die Roten. Herr Peintner war zu Zeiten der Räteregierungen gerade 16 Jahre alt und Handelsschüler. Herr Hagen, Jahrgang 1893, studierte damals Medizin und engagierte sich in der Gruppe Sozialistischer Akademiker. Das ist Herr Sushi, Schriftsteller, Autor vieler politischer Texte, Jahrgang 1892, unser ältester Zeitzeuge.